Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin wirklich glücklich, dass ich heute hier sein kann. Ich habe es am letzten Montag ernsthaft probiert und wollte gerne bei euch sein, hatte es auch zugesagt, aber leider war es nicht möglich, mit dem Flieger rechtzeitig von Berlin nach Stuttgart zu kommen. Deshalb darf ich heute reden und das ist auch richtig toll. Wir haben heute gemeinsam in einer Pressekonferenz, über die der Volker Lösch nachher noch berichten wird, überlegt, warum eigentlich die Grünen den Ball, der jetzt auf dem Feld liegt, nämlich die Verträge zu Stuttgart 21 zu kündigen, warum sie diesen Ball nicht aufnehmen. Und eine These war, es geht ihnen um Machterhalt. Ich glaube, dass es eigentlich etwas anderes ist. Ich glaube, dass es so etwas Merkwürdiges gibt wie die Staatsräson. Der unausgesprochene Wille, das, was diesen Staat ausmacht, zu stützen und zu unterstützen. Und wenn ich mir Stuttgart 21 angucke, dann erinnere ich mich, dass vor 2 Jahren die Bundeskanzlerin Merkel im Deutschen Bundestag gesagt hat, das Wohl und Wehe von Deutschland hängt davon ab, ob dieser Tunnelbahnhof gebaut wird. Staatsräson gemacht. Und ich glaube, diese Staatsräson hat vor allen Dingen einen Kern. Und der heißt, die wirtschaftlichen Eliten dieses Landes sind die Leistungsträger, sind diejenigen, denen wir unsere Unterstützung und unser Vertrauen schenken sollen. Wie steht es aber um die wirtschaftlichen Eliten dieses Landes? Wir sehen es sehr, sehr gut. Am Management der Deutschen Bahn AG. Das ist wirklich eine Katastrophe. Es ist lügnerisch, es ist unverantwortlich und es ist letztlich total inkompetent. Die wirtschaftlichen Eliten dieses Landes haben auch in den letzten Tagen an anderen Stellen ganz deutlich gezeigt, dass sie lügnerisch, verbrecherisch und überhaupt nicht am Allgemeinwohl der Bevölkerung interessiert sind. Ich erinnere an den jüngsten Skandal, in Anführungszeichen, der absehbar war, die Deutsche Bank, die inzwischen eine ganze Anzahl von Strafverfahren hat, wegen Steuerhinterziehung, wegen Geldwäsche, wegen Manipulation eines wichtigen Zinsreferates. Ich ergänze, in Hessen hat mit Sicherheit unter Einfluss der Deutschen Bank und ihres Managements stattgefunden, was wirklich extrem unmenschlich ist. Dort sind 4 Steuerfahnder für verrückt erklärt worden. Buchstäblich, man hat sie entlassen, man hat sie für arbeitsunfähig erklärt und in diesen Tagen wurde bewiesen, dass die psychiatrischen Gutachten falsch waren, dass diese 4 Personen extrem engagierte und verantwortungsvolle Bürgerinnen und Bürger waren. Und es ist nicht zu akzeptieren, dass die verantwortungsvollen, engagierten Bürgerinnen und Bürger so wenig Gehör in der Politik finden. Verantwortungslosigkeit angeht, einen kleinen Exkurs machen, weil die Deutsche Bahn AG ja jetzt so tut, als wenn es im Grunde kein Problem wäre, da 1,5 oder 2 Milliarden Euro mehr in dieses unnütze Großprojekt zu buttern. Ich war in der vorletzten Woche in Brandenburg, in Potsdam im Rathaus und habe bei einer Ausstellungseröffnung teilgenommen. Dort hat ein engagierter Bürger, der im Rollstuhl sitzt, die Bahnhöfe in Brandenburg unter die Lupe genommen. Es war sehr, sehr ergreifend, weil er aus einer ganz normalen Perspektive auf die Bahn und ihre Bahnhöfe guckt. Ich zitiere: Täglich benutzen 320.000 Reisende die Bahnhöfe im Land Brandenburg.
Für diese Menge von Menschen stehen 20 Toiletten an den Bahnsteigen zur Verfügung. Bravo! Bei einer Fahrt von Potsdam nach Belzig fing alles an. Das Bahnhofsgebäude Drewitz ist geschlossen. Weiterhin Rehbrücke, Wilhelmshorst, Michendorf, Stettin, Borkheide, Brück und Beitz. Ich habe mir Fragen gestellt. Ich habe eine Recherche begonnen über das Problem in der Vergangenheit und über das Problem der Bahnhöfe und die Ergebnisse sind überall die gleichen gewesen. Die Deutsche Bahn AG betreibt eine Politik, die nicht an den Bedürfnissen der Reisenden orientiert ist, sondern sich als Aktienkonzern geriert und dabei über die Köpfe der Menschen hinwegtrampelt. Dazu fällt mir ein, dass jetzt in dieser Woche im Bahnhof Friedrichstraße, einem der meist frequentierten Bahnhöfe in Berlin, ein großer 20 Kilo Brocken Beton durch die Decke gefallen ist und nur durch ganz großes Glück niemand getötet wurde. Dazu fällt mir ein, dass die S-Bahn Berlin, die ebenfalls ein Produkt der Deutschen Bahn AG ist, nach wie vor mit großen Verzögerungen, mit großen Ausfällen und mit größtem Desaster unterwegs ist. Und ich meine, dass es wirklich darum geht, eine Bahn durchzukämpfen und sie wegzuholen von dieser unsäglichen Kapitalorientierung, die wirklich eine völlig falsche Ausrichtung ist. Wir wollen eine Bahn für alle, wir wollen eine demokratische Bahn und wir brauchen einen anderen Vorstand für diese Bahn. Ich finde, es ist Zeit, dass Google geht. Gegen die erneute Fahrpreiserhöhung bei der Bahn. Wir haben ja den Fakt, was auch wirklich verrückt ist, dass die Preise für die Bahn in der Zeit 2003 um 35% gestiegen sind, während die Inflation nur bei 17% liegt, also völlig aus dem Ruder gelaufen. Und natürlich brauchen wir eine Bahn, die für alle bezahlbar ist und die auch für alle zugänglich ist. Ich möchte, was dieses Projekt Stuttgart 21 angeht, meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass es wirklich kippt. Es gibt so viele Chancen, es gibt so viele Handlungsmöglichkeiten. Inzwischen gibt es eigentlich niemand mehr, der sich traut zu sagen, wir kämpfen für dieses Projekt. Alle gehen auf Distanz. Die Bundesregierung, die, wie gesagt, vor 2 Jahren noch gesagt hat, die Zukunft dieses Landes hängt an Stuttgart 21, sagt inzwischen, es ist ein eigenwirtschaftliches Projekt der Bahn, wir haben eigentlich nichts damit zu tun. Und unser Beitrag, die 580 Millionen Euro, die Sie reinstecken, die bis vor wenigen Monaten noch angeblich für die Anbindung an die Neubaustrecke gedacht waren, von denen sagen Sie jetzt, das ist das Geld, das man eigentlich braucht, um den bestehenden Bahnhof zu ertüchtigen. Und ich finde, genau das ist die richtige Forderung. Gib das Geld her, um den bestehenden Bahnhof zu ertüchtigen. Kopfbahnhof 20 plus, das ist wunderbar, damit haben wir mehr Kapazität und mehr Entwicklungsmöglichkeiten als mit all dem anderen Quatsch. Was in den Medien von Arno Luhl zuerst gesagt worden ist, dass selbst Herr Käfer in der Ausschusssitzung des Deutschen Bundestages davon gesprochen hat, dass sie von der Ausführungsverpflichtung befreit werden wollen. So deutlich hat er es nicht gesagt, aber er hat gesagt, sie fürchten, dass geklagt wird und sie bräuchten eine Garantie, dass es nicht geklagt wird gegen die Bahn, wenn sie nicht bauen. Das Finanzierung vom Projekt und das ist eine Steilvorlage für die Landesregierung,
für Herrn Kretschmer, jetzt die Verträge zu kündigen. In der der Professor Wieland, der Verfassungsrechtler, der die SPD beraten hat, im Vorfeld der Volksabstimmung, wo dieser Verfassungsrechtler sagt, na klar, wenn sich die Grundlagen ändern, auf denen eine Volksabstimmung aufgebaut ist, dann ist natürlich die Abstimmung nicht mehr bindend. Und wenn definitiv erklärt worden ist, dass die Kostenobergrenze von 4,5 Milliarden Euro eingehalten wird und jetzt wird definitiv erklärt, dass sie nicht eingehalten wird, dann ist diese Abstimmung nicht bindend. Dann ist eine Landesregierung verpflichtet, neu darüber zu reden. Frage aufwerfen. Jetzt ist die Kostenlüge zu Stuttgart 21 auf dem Tisch und sie ist wieder in der bundesweiten Debatte. Das ist sehr, sehr gut. Wir müssen genauso die Ausstiegskostenlüge auf den Tisch packen und, das finde ich nochmal ganz wichtig, wir müssen die Kostenlüge der Neubaustrecke neu aufs Tapet bringen. Diese Neubaustrecke wird noch teurer als Stuttgart 21. Und der Nutzen, den sie hat, der ist schon jetzt schön gerechnet. Und es ist unverantwortlich, dort weitere Milliarden zu versenken in eine Strecke, die in Wirklichkeit niemandem nützt. Ich würde gerne dazu beitragen, dass jetzt eine Menge Initiativen in Gang kommen. Wir haben diese Initiative mit dem offenen Brief gemacht, die gleich noch vorgestellt wird. Ich fände es super, wenn es eine Initiative gäbe, zum Beispiel vom designierten neuen Oberbürgermeister Kuhn, einen Architektenwettbewerb zum Wiederaufbau des Nordflügels. Diesen Architektenwettbewerb wäre. Ich glaube, er könnte es ganz toll machen. Ich möchte die Kolleginnen und Freunde von der SPD, die noch vor einem Jahr dafür waren, dieses Projekt weiter zu betreiben, ich möchte diejenigen, die inzwischen der Meinung sind, dass es zu teuer ist, bitten und auffordern, eine Initiative ins Leben zu rufen. Wir haben mit Nein zum Ausstieg gestimmt, jetzt wollen wir aber doch aussteigen. Das wäre eine wirklich, wirklich gute Sache. Und ich weiß, dass es ganz viele gibt, ganz viele in den SPD-Ortsverbänden, die so denken und die sagen, das geht inzwischen nicht mehr. Und der Mainstream hat sich gedreht. Die Meinungsmacher sind umgeschwenkt, selbst die Bild-Zeitung ist umgeschwenkt. Es wäre wirklich eine super Gelegenheit, jetzt auszusteigen. Was kann die Rolle der Linken sein? Das möchte ich auch nochmal ansprechen. Ich freue mich immer sehr, 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 wenn ich Rückmeldung bekomme auf meine Reden und ich bekomme sehr freundliche und ermutigende Rückmeldung. Aber eigentlich möchte ich natürlich die Ermutigung zurückgeben, weil ich brauche keinen großen Mut. Ich habe die Möglichkeit zu sprechen, ich habe die Möglichkeit aktiv zu werden, ich habe die Möglichkeit auch vor Kameras zu stehen. Aber ich möchte alle diejenigen, die mir sagen, wenn es mehr von Ihnen gäbe, Frau Leidig, dann könnten wir uns vorstellen, die Linke zu wählen. Alle die möchte ich bitten, wählen Sie trotzdem die Linke. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, es gibt noch mehr von meiner Sorte bei der Linken, das kann ich Ihnen versichern. Auch hier in Stuttgart, wunderbare Leute. Zweitens, die Linke ist ein echter Stachel im Fleisch. Egal, ob sie gut sind oder schlecht sind, ob sie sich streiten, ob sie besonders schlau sind, ob sie charmant sind oder nicht. Aber eine linke Partei in den Parlamenten wird immer dafür sorgen, dass die anderen ihre Versprechen nicht vergessen können.
Und deshalb ist es Eigennutz, dafür zu sorgen, dass die Linke nicht aus dem Parlament fliegt. Es ist ganz einfach eine pragmatische Angelegenheit. So, und zuletzt möchte ich sagen, es gibt ja in ganz Europa Initiativen, die sich gegen große, unnütze Projekte zur Wehr setzen, weil diese Staatsräson, die nicht nur bei uns gilt, sondern auch in Italien, in Frankreich, in Spanien, in vielen, vielen anderen Ländern, die sagt, wir müssen dafür sorgen, dass die wirtschaftlichen Eliten dieses Landes zum Zuge kommen und dann wird sich irgendwie schon regeln. Diese Staatsräson, die muss man europaweit bekämpfen und man muss dagegen setzen. Eine aufgeklärte, engagierte Bürgerschaft, die viel bessere Ideen hat, die viel besser Bescheid weiß, was man machen muss, damit es den Menschen besser geht, dass die Lebensqualität steigt und nicht wahnsinnige Milliarden in Töpfe geworfen werden, in Löcher geworfen werden, die nur dafür sorgen, dass an anderer Stelle Lebensnotwendiges fehlt. Deshalb bin ich total froh, dass im nächsten Jahr das dritte Treffen gegen Grande Operi Inutili, gegen große, unnütze Projekte hier in Stuttgart stattfinden soll. Und ich versichere, dass ich nach meinen Kräften dazu beitragen werde, dass es toll wird und dass wir auch für ein neues Denken in Europa von Stuttgart aus noch weiter streiten können. Die Signale sind da. Überall sieht man die Stuttgart 21 durchgestrichen Embleme, wo man hinkommt bei diesen Kämpfen um andere große Projekte gegen andere zerstörerische Projekte. Und in diesem Sinne, finde ich, kann von Stuttgart noch viel, viel Impuls ausgehen. Und ich bedanke mich für diese ganze Kraft und Stärke, die so weit geführt hat, dass das Projekt jetzt wirklich auf der Kippe steht. Vielen Dank.